Mein Name ist Jörg Dauer. Ich bin Kustos für moderne und zeitgenössische Kunst im Museum Wiesbaden. Mein aktuelles Lieblingsbild ist meine letzte Erwerbung für die Sammlung. Denn besonders schön ist es, wenn man im Laufe einer Ausstellung schon ein oder zwei Arbeiten für die Zukunft sichern kann und damit weiß, dass etwas bleibt, wenn die Ausstellung geht. Und schön ist es auch, wenn man dabei Unterstützung von einem Sammler und Mäzen erhält, in dem Fall Adrian Körfer, der uns bei der Erwerbung unterstützt. Das Bild, oder eigentlich sind es 21 Holztafeln, ist weiß. Oder, wenn man nach dem Titel geht, almost white. Bei genauem Hinsehen bemerken wir, dass keine Farbe der anderen im Farbton gleicht und genau genommen keine einzige Farbe weiß ist. Das Werk gefällt mir, weil es zeigt, wie fein und subtil Winston Rose mit Pigmenten arbeitet. Er schichtet diese wie Sedimente auf die Pappelholztafeln und versieht das Ganze nach unzähligen Arbeitsvorgängen mit einem goldfarbenen Rand. Das Feld in der Mitte erhält dadurch eine fast meditative Ruhe oder weniger pathetisch ausgedrückt eine unglaubliche Konzentration. Almost white, eine ruhige Arbeit mit Tiefgang und am Ende vielleicht doch fast so bunt wie Easy Lover, eine andere Arbeit von Winston Rose in unserer Ausstellung Speed of Light.